Für die Jugendlichen im Stadtteil Müserholz gibt es nur wenige Möglichkeiten, mit Gleichaltrigen ihre Freizeit zu verbringen. Vorhaben, dies mit der Installation eines Jugendtreffs zu ändern, wurden wegen der hohen Kosten lange aufgeschoben. Unklar ist auch der Standort. Eine Lösung: auf freien Flächen im Müserholz wie hier in der Hamburger Allee können Wohncontainer errichtet werden. Wann mit diesen Arbeiten begonnen werden kann, steht allerdings noch nicht fest. Das Vorhaben soll laut Sozialdezernat in ein Strategiepapier für die Stadtvertretung eingearbeitet werden. Ein erster Plan sah die Unterbringung des Jugendtreffs in anderen Wohnhäusern vor. Jedoch wehrten sich die Anwohner dagegen.